liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Kommentieren werden dieses Spiel Wollfuß und der Kollege Frank Buschmann. Und man spürt natürlich überall die Vorfreude, die Erwartungshaltung. Endlich geht die Saison los. Das dürfte richtig hochklassig werden. Jetzt geht sie also endlich wieder los, die Liga. Spieltag 1. Beide Mannschaften haben eine lange Vorbereitung hinter sich. Und auch die Fans erwarten diese Punktspiele. Es kribbelt, keine Frage, Wolf. Endlich geht's rein in die neue Saison. Da ist die Balleroberung. Dempsey. Jetzt die Flanke. Den hält er sicher, gar kein Problem. Harmlos, dieser Kopfball. Er feiert hier heute sein Debüt. Die Fans hoffen, die Fans erwarten sich eine Menge. Was traust du ihm zu, Buschi? Ja, es gab viele Stimmen, die sagten, Mensch, wie gut könnten die sein, wenn da im Sturm noch richtig was abgehen würde. Wenn sie da noch drauflegen. Das ist nun gelungen. Toller Neuzugang. Besser geht's kaum. Vielleicht die Führung jetzt. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Jones. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Nee, das wird Einwurf geben. Misslungener Pass, da hat wenig gestimmt. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Sicher gehalten den Kopfball, aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Aaron Gunnarsson. Vorwärtsbewegung jetzt, das sieht alles sehr überlegt aus. Ball im Aus, klasse Zweikampf, Einwurf jetzt. Sie könnten jetzt flanken. Und jetzt der Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Da kommt die Ecke. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Also, die Entscheidung ist ja mittlerweile bestätigt worden. Sein neuer Verein heißt Everton. Aus meiner Sicht kann das mal ein ganz großer werden. Er hat eigentlich alles, was du für eine erfolgreiche Karriere brauchst. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ja, wird Einwurf geben, kommt dann nicht mehr ran an diesen Pass. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Gut dazwischen gegangen. Viel Einsatz, Szene geht weiter. Sieht vielversprechend aus. Ja, könnte was werden. Da passt die Abwehr auf, holt sich diesen durchaus gefährlichen Steilpass. Schön durchgesetzt. Vielleicht der Ausgleich. Kein Tor. Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Ah, da ist der Ball weg. Läuft der Ball sehr gut. Vielversprechender Steilpass. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Ecke kommt in den 16er. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Ballgewinn, gefährliche Position.
ist weiter am Ball. Abwehr tut sich. Was für eine Parade! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassikkeeper. Jetzt die Ecke. Da konnten sie nichts draus machen. Jetzt die Flanke. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Ihm fehlt noch so ein wenig die Bindung zum Spiel. Eine durchwachsene Leistung von ihm bisher. Vielleicht die Führung jetzt. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da ist die Chance. Gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Gefahr bereinigt. Sieht gefährlich aus. Macht er gut hier. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene. Coming off the pitch, number 10, Ollie Lee. Coming onto the pitch, number 11, Ben Reeves. Abwehrverbund steht hinten drin. Jetzt lassen sie erstmal kommen. Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich, wollen hier wieder rein in diese Partie. Der Ball ist natürlich kein großes Problem. Was macht er draus? Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Dempsey. Gute Aktion. Das könnte gefährlich werden. Das muss der Ausgleich sein. Er trifft den Pfosten. Super Aktion. Gut geklärt. Guter Part. Das ist die Chance. Weiter gefährlich nach diesem Block. Gefährlich. Da war noch einer dran. Da ein Eckstoß. Wir hören es. Die Fans hoffen auf den Ausgleich. Ecke in die Mitte. Nein, schwacher Ball. Sehr gut aufgepasst. Sie können den Pass unterbinden. Setzt sich klasse durch. Sie verlieren den Ball. Wir schalten kurz rüber ins Studio, denn im Parallelspiel hat es Elfmeter gegeben. Es gab hier einen Strafstoß für die Gastgeber, aber sie haben diese Chance nicht nutzen können. Der Ball geht neben das Tor. Der hat kaum... Und der Keeper hat den Ball. Nochmal die Unterstützung von den Rängen, die Hoffnung auf den späten Ausgleich, sie lebt. Ballbesitz ist weg.
9 Minuten sind hier noch zu spielen. Dempsey. Unnötiger Ballverlust. 5 Minuten sind es noch. Und die können lang werden für sie, denn sie führen ja vielleicht der Ausgleich. Was für eine Parade! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechter Klassekeeper. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Da ist Platz für den Konter. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Und nun ist es zu Ende. Das ist der Schlusspfiff. Mehr als diese...
Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Und das ist eine Partie, die schon im Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Ja, das ist durchaus kein Spiel wie jedes andere. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht eine Menge Spannung. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Da ist die Flanke ins Zentrum. Da zieht er richtig an und geht im Vollsprint mit dem Ball nach vorne. Macht er gut. Klasse gemacht. Ja, geht doch weiter, weil es so heiß, aber wir hören es abseits. Da ist die Fahne oben. Boah, da war mehr drin. In der Szene war mehr drin. Das ärgert sie, dass sie das nicht verwandeln konnten. Sie haben da Platz auf dem Flügel. Kann er was draus machen? Da ist die Chance. Noch ist die Chance da. So kennen wir ihn. Erst die Glanzparade und jetzt hat er den Ball. Und Sie wissen natürlich, was Sie an ihm haben. Er verhindert das Tor. Ist eine klasse Szene. Also, das war fast schon sicher ein Tor. Chance zur Führung. Da ist er. Der erste Treffer in diesem Spiel. Wir sehen es hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch, lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich nicht nehmen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Declan John. Er geht dazwischen. Klasse Pass! Klasse Pass! Erstmal geblockt. Die Ecke ist die Chance auf den Ausgleich. Die Ecke kommt rein, aber der Torwart ist da. Jetzt ist Platz für den Konter. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Sie gehen dazwischen. Schöner Angriff, da haben Sie mehrere Optionen. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Gute Chance. Sie können sich befreien, tolle Aktion. Da passt er auf, Ball geklärt. Da wäre Platz für den Konter. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Wir schalten kurz rüber ins Studio, denn im Parallelspiel hat es Elfmeter gegeben. Da ist er alleine durch. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Ganz alleine. Immer noch gefährlich. Ja, schön geklärt erstmal, die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball.
viel Vorwärtsdrang jetzt. Da hat er die Chance. Da passt der klasse auf. Jetzt die Ecke. Gut, was die Abwehr da macht, ne? Die Kopfballchance ist nicht schlecht, aber sie machen genau im richtigen Moment zu. Ja, und dann kannst du den Ball ja gar nicht besser aufs Tor bringen. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im... Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Da suchen sie jetzt die Lücke. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Und er schießt. Ball wird hier erstmal geblockt. Da wäre Platz für einen Konter. Tottenham hat sich einen neuen Spieler geholt. War nicht so einfach, den zu verpflichten, aber jetzt hat es geklappt. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität mit. Da wäre Platz auf außen. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber kein Tor. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Ah, da könnte ich es machen. Ah, da lässt er die klasse Chance liegen aus kürzester Entfernung. Ich weiß, klingt immer doof, aber den muss er machen. Es wird Wechsel geben. Beide Trainer wollen was verändern. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Jetzt gibt's Einwurf. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Flanke kommt in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Die Ecke könnte die Chance zum Anschlusstreffer sein. Die Fans stehen weiter hinter dem Team. Kurze Variante bei dieser Ecke. Da kann er erstmal klären. Jetzt ist es gefährlich. Sie können den Ball jetzt reinbringen. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Das hätte eine gute Chance werden können, aber so ist der Ball erstmal wieder weg. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Das könnte vielleicht was werden. Ja, da war noch einer dran, gibt Ecke. Kommt kurz. Da ist die Hereingabe. Der Block, Szene bleibt gefährlich. Ball kommt. Da blockt er fantastisch. Einmal mehr. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Schade, Ball ist weg. Pass wird abgefangen. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Jetzt könnte die Flanke kommen.
Ah, das sah also gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. 6 Minuten haben wir hier noch. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Er kann klären. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Ball an den langen Pfosten. Da ist er da und hat die Flanke. Vorne der Ballgewinn. Schlusspfiff in dieser Begegnung. Das war's. Die Gäste können dieses Ligaspiel.